Guck mal, Platz für ein lockeres Sit-in. Ja, geil. Aber was bedeutet Frieden eigentlich? Also ich glaube, ursprünglich kommt das Wort Frieden aus dem Althochdeutschen, von dem Wort Frido. Das bedeutet Freundschaft und Schonung. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Frieden wird oft ganz unterschiedlich dargestellt. Wenn ich an ein Zeichen für Frieden denke, fällt mir als erstes die weiße Flagge ein, die im Krieg zum Zeichen der Kapitulation geschwungen wird. Das Zeichen der Kapitulation, dazu fällt mir eigentlich der Olivenzweig ein. Der wurde früher von dem Besiegten auch als Zeichen der Kapitulation getragen. Und einen Olivenzweig hatte auch die Taube in der Noah-Bibelerzählung im Schnabel. Die Taube hat übrigens Pablo Picasso zum Weltfriedenskongress als internationales Zeichen des Friedens eingeführt. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist das ja alles schön und gut. Aber was genau kann ich denn jetzt für den Frieden tun? Schöne kleine Kapelle, oder? Ja. Ja, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glaube bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.